Das Zahnweh subjektiv genommen ist ohne Frage unwillkommen, doch hat es die gute Eigenschaft, dass sich dabei die Lebenskraft, die oft nach außen sich verschwendet, auf einen Punkt nach innen wendet. Kaum wird der erste Schmerz verspürt, kaum spürt man das bekannte Bohren, das Rucken, Zucken und Rumoren. Und aus ist mit der Weltgeschichte. Vergessen Sie die Kursberichte, die Steuern und das Einmaleins. Kurz, jede Form gewohnten Seins, die sonst so wesentlich und wichtig, ist plötzlich wesentlos und nichtig. Man weiß nicht, was die Butter kostet. Ja, selbst die alte Liebe rostet, denn einzig in der tiefen Höhle des Backenzahnes wohnt die Seele. Ja, mit dem kleinen Gedicht von Wilhelm Busch darf ich Sie begrüßen heute Morgen zu meinem Vortrag, zu dem ersten Teil des Vortrags. Heute Nachmittag setzen wir das ein bisschen fort. Zu, ja, sagen wir euch, eine Einführung, eine Kurzeinführung in das Thema ganzheitliche Zahnheilkunde, was ja nun schon im Grunde sehr en vogue ist. Aber wenn man ganz ehrlich ist, und ich betrachte das jetzt aus etwa 30 Jahren Erfahrung, weiß eigentlich keiner so wirklich, was das eigentlich ist. Und ich versuche Ihnen mal so ein wenig eine Essenz aus all dem, was in den Jahren von mir auch darüber erfahren worden ist, näher zu bringen. Das Ganze mische ich immer mit ein paar Bildern, damit Sie auch wissen, wo ich herkomme. Hier zum Beispiel dieses erste Bild. Da bin ich heute Morgen gestartet. Ich wohne also im Sauerland. Gut, sagte schon, dass ich hier aus der Nähe bin, glaube ich, hat sie gesagt, aus Arnsberg. Dort habe ich meine zahnärztliche Privatpraxis und wohne 50 Kilometer entfernt im Sauerland. In Schmallenberg, das ist ungefähr 20 Minuten von Winterberg. Das ist der Ort, der im Sauerland sehr bekannt ist. Wir sahen eben auch schon einen kleinen Fluss, die Emscher. Hier in diesem kleinen Tal fließt auch ein Fluss. Das ist die Lenne, die entspringt oben auf dem Kahlen Asten im höchsten Berg in Nordrhein-Westfalen und mündet dann in die Ruhe bei Hagen. Also in diesem kleinen Örtchen hinten, das ist eigentlich kein wirkliches Ort, wir haben 80 Einwohner, kein Geschäft, gar nichts, dort mitten in der Natur, dort bin ich zu Hause und dort ist es immer so etwas für mich wie ein kleiner Urlaub, den ich verbringe, wenn ich wieder nach Hause komme, weil ich eben ansonsten sehr viel unterwegs bin. Ja, das ist also unser Thema heute. 1989 habe ich meine Privatpraxis eröffnet in Arnsberg im Sauerland. Mein Weg ist so, ich habe 82 studiert, vorher Zahntechnik von 74, habe ich Abitur gemacht, bis 82 Zahntechnik gemacht, dann 82 angefangen zu studieren, 87 Examen gemacht, habe in der Zeit, als ich quasi das Studium in Münster gemacht habe, ein Parallelstudium, wenn man so will, gemacht bei jemandem, der damals in Deutschland den Bereich ganzheitliche Zahnheilkunde maximal vertreten hat. Das war Dr. Türk in Bad Pyrmont. Damals gab es so ein, sagen wir, Dreigestirn der ganzheitlichen Zahnärzte, Türk, Kramer und Schwarz. Herr Schwarz war zu der damaligen Zeit verstorben. Es gab nur noch Kramer und Türk. Türk war für mich am nächsten in Bad Pyrmont. Und so bin ich in jeden Semesterferien dorthin gefahren und habe dort formuliert. Damals hatten wir den Begriff ganzheitliche Zahnheilkunde vor allem dahin interpretiert, dass es um Herde ging. Irgendwelche Störfelder im Bereich des Mundes, des Kiefers, haben Einfluss auf das körperliche Wohlbefinden. Und insofern war damals der Ansatz, entferne die Störfelder und der Patient fühlt sich wohler. Wir wissen heute, dass es natürlich nicht so einfach ist. Aber das war zumindest damals die Denkhypothese. Ich habe dann 1987 mein Examen gemacht und bin dann nicht bei Dr. Türk geblieben, wo dann letztendlich die Möglichkeit sich geboten hätte. Und habe aber mitgenommen von ihm, dass ich einfach Zeit haben wollte für meine Patienten. Und dann stellt sich die Frage, ja, wie kann man das realisieren? Im normalen Kassensystem ist es sehr, sehr schwierig. Da ist man oftmals eben auch ein Angestellter der Krankenkassen und muss sich also sehr vielen Regeln unterwerfen. Das war im Grunde nie mein Ansatz. Also was habe ich dann gemacht? Ich bin 1987 zur Bundeswehr gegangen und bin dort 12 Jahre geblieben, habe mir dann eben 89 parallel dazu
meine Privatpraxis aufgebaut, die ich dann seit 2000 weiter betreut habe, bis auf den heutigen Tag, und habe dann begonnen, Kurse, Seminare zu machen, mich immer tiefer in das Thema einzuarbeiten, über die Akupunktur, die traditionelle chinesische Medizin, Bücher geschrieben, Vorträge, Filme gedreht. Also schon ein recht interessantes Leben aus meiner Sicht, wo ich viele Dinge machen kann, die mir Freude machen, und das Zahnärztliche spielt natürlich auch eine Rolle dabei, das ist klar. Aus all diesem Konglomerat möchte ich versuchen, Ihnen heute in der ersten Vortragssequenz ja ein paar wesentliche Dinge näher zu bringen.